Hallo ihr Lieben, willkommen zu Adventskalender-Türchen Nummer 9, heute am Montag, den 9. Dezember. Ja, was ein Zufall auch. Genau, heute wieder mal zu etwas späterer Stunde, aber ist ja auch völlig wurscht. Genau, heute mal dran denken, noch einen Screenshot zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich hatte den nämlich und ja, ich freue mich einfach nur gerade, dass ich so einen schönen Tag hatte und jetzt muss ich heute aber noch arbeiten. Was hängt denn hier dran? Den Schnur dran. Eine Fussel. Genau, ich muss noch arbeiten nachher und ich habe mir jetzt hier mal einen Tee genehmigt oder werde ich gleich und noch ein bisschen ausruhen und dann ja, geht es nochmal ran ans Arbeiten heute. Ja, aber dann ist ja auch schon bald wieder Feierabend, ne? So, was haben wir denn im Päckchen von der Liebeswarentje? Oh, Lünetten. Voll cool. Ein Einhorn. Jetzt gar nicht auf. Guckt mal, wie süß. Ich kann es gar nicht aufheben mit meinen Nägeln. Wie süß, ein Einhorn. Und ein Kuchen. Und ein Herzchen. Das erinnert mich immer so an Sailor Moons Brosche. Ich finde das immer so cool. Ja. So ähnlich. Dankeschön. Und dann haben wir wieder noch Sticker. Irgendein kleiner Hund oder so. Ja, voll süß. Oh, guck mal, der Hund ist als Biene verkleidet. Ach Gott, wie niedlich. Guck mal. Er ist als Biene. Süß. Ach, die sind ja putzig. Dankeschön. Cool. Alle mit so Kleeblättern auch. So ein bisschen so glücksmäßig. Voll cool. Sehr, sehr süß. Auch wieder falsch rum hier. Und dann haben wir noch ein großes von meiner lieben Cat. Oh, das ist schwer. Bin ich ja mal gespannt. Was könnte da drin sein? Es fühlt sich an. Es könnte. Ja. Ich wollte gerade sagen, es könnte irgendwie so ein Badesalz oder sowas sein. Na, wobei. Nicht zum Verzehr geeignet, na, das ist ja schon mal was. Ah ja. So, das war's. Nichts mehr drin, nichts übersehen. Dresdner Essenz. Stimulating Pomelo. Peeling und Bart. Grüner Tee und, ja, keine Ahnung, Pomelo. Verwöhnt und anregend. 2 in 1. Ah, Duftprobe. Oh, ich rieche leider gar nichts. Es ist echt so schlimm mit meinem Schnupfen. Ah, doch, ein bisschen was rieche ich raus. Ja, riecht halt sehr frisch so, ne? Zitrisch. Riecht gut. Erleben Sie den leicht blumigen Duft von grünem Tee und einer zitrisch-fruchtigen Pomelo-Note. Ja, genau. In einem verwöhnenden Peeling. Ah, ja. So, Anwendung. Konzentrat nicht auf die Schleimhäute oder in die Augen bringen. Peeling. Nasse Haut auftragen, gut abspülen. Bad, Beutelinhalt im Einlaufen Badewasser. Ah ja, okay. Cool, das kann man ja halb-halb machen. Kann man ja dann die Hälfte in die Wanne und den Rest als Peeling. Finde ich eine voll coole Idee, kenne ich noch gar nicht. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Und ich würde sagen, bis morgen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.